Hallihallo, ich bin's wieder, Flipperstein Schmatz, euer alter Knacker aus dem rostigen Städtchen der Lenkbach im Wienerwald. Ich sitze wieder an meinem Esstisch, direkt gegenüber der Baustelle des Eitle Kindergraben, das hoffentlich noch heuer als Museum für Flipperautomaten und Lego-Sets öffnen wird. Ich war heute fleißig, ich habe gehämmert, geschraubt und gebohrt und mich gefürchtet in luftigen Höhen. 3 Meter und höher war ich. Boah, schrecklich für so einen alten Knacker. Ja, und ich habe euch was mitgebracht. Hm? Da ist er, der Küffelschirm. Der ist ganz wichtig. Schaut euch den an. Das ist der Küffele Weihnachtsschirm. Nein, ich krieg von denen kein Geld. Aber wenn ich wieder in der Firma Metro bin, kurz nach Weihnachten, dann gibt es die Großpackungen von diesen Küffele Schirmchen um 40% billiger, weil ja Weihnachten draufsteht. Oh, ich sag's euch, ich glaube, ich habe heuer schon 150 davon gegessen. Ja. Oh, ich habe euch noch was mitgebracht. Von der Firma Lego. Jungs. Und so das hier, ein paar Zettel. Ja, okay. Ich habe nicht nur die Zettel mitgebracht. Moment. Ich habe auch einen Haufen Plastik mitgebracht. Und zwar 4 verschiedene Plastiks. Ich möchte heute mal aufräumen mit den Missverständnissen und Unklarheiten über Lego-Produkte. Es wird höchste Zeit, dass das mal jemand ganz klipp und klar macht. Und zwar gibt es verschiedene Sachen. Und ich fange mit dem an, das ihr alle kennt. Das ist das Lego-System. Ich hoffe, ja, ihr seht das. Ich lege das jetzt da so hin. So, ich lege das jetzt da so hin. Da seht ihr das hoffentlich. Das Lego-System ist das hier im Prinzip. Ja. Das sind Plastiksteinchen. Ihr kennt sie alle mit 8 Noppen, 8 Punkten drauf. Ich messe das jetzt mal ab, damit ihr ungefähr die Abmessungen habt. Das sind so circa 32 mm mal 15,5 mal mit Noppe jetzt 6 mm. Genau weiß das Wikipedia. Das sind diese tollen Klemmbausteine, die wir alle so lieben. Ja. Das war sozusagen der erste große Durchbruch der Firma Lego. Und dann kam das hier. Das hier ist, ich muss das richtige Blättchen suchen. Das muss ich jetzt wegschieben, ne? Sonst stimmt das ja überhaupt nicht. Das ist das Lego Duplo. Ja, ich halte das so hin. Der Lego Duplo ist genau dasselbe wie der Lego System. Nur, und jetzt kommt's. Ich habe gerade mit einem Mathematiker, meinem Professor telefoniert. Ich gehe mir nämlich überhaupt nicht aus mit Mathematik. Und jetzt ist der Name Duplo von 2 abgeleitet, Dur, und bedeutet doppelt. Weil dieser Stein soll doppelt so groß sein wie dieser. Was aber nicht stimmt. Denn der kleine Stein hat in den großen Stein 8-mal Platz. Also ist er eigentlich 8-mal so groß. Aber der Maßstab ist linear. Der Maßstab ist doppelt so groß. Also der Duplo-Stein ist im 2 zu 1 Maßstab zum Lego-Stein. Und dann macht das auch Sinn. Ja, ich kenne mich nicht aus, aber es ist halt so. Okay, gut. Duplo. Die zweite Geschichte. Jetzt kommt was ganz anderes. Der. Da fällt schon am Blinden auf, dass das was anderes ist. Das ist das Lego Quattro. Ich halte es nur mal hin. Ich glaube, ich habe es schon mal hin. Ich halte es mal hin. Quattro ist jetzt der 4-fache Maßstab des Lego-Systemsteins. Da ist schon ein Unterschied, oder? Aus dem kannst du schon ein Haus bauen. Tja. Was aber jetzt heißt, dass er doppelt so groß ist wie der Duplo-Stein. Im Maßstab doppelt so groß. Im Volumen 8-mal zu groß. Ich werde jetzt nicht anfangen zu rechnen, was das für den Kleinen bedeutet, wie oft der rein. Keine Ahnung. Ich glaube, es geht mit Hoch oder Kubik. Keine Ahnung. Damit nicht genug. Die haben noch was gebracht.
Und das fällt auch schon einem Blinden auf. Das ist anders. Ja, und da gibt es kein 2x4, so wie wir es gewohnt sind. Und gleich mehr dazu. Das ist Primo. Lego Primo. Auch Baby genannt. Am Anfang hat es Primo geheißen, später hat es Lego Baby geheißen. Dieses hier. So. Das hat jetzt nicht mehr Platz. Ich lege das jetzt nur da alles nebeneinander. Sonst kenne ich mich selber nicht mehr aus damit. Ihr seht es da noch so ungefähr. Ich möchte euch nur kurz was dazu erzählen. Lego Systemstein. Großer Erfolg, ist 1958 auf den Markt gekommen in dieser Form. Es gab davor schon Lego-Steine, die waren hohl und haben nicht aneinander geheftet, also so Bauklötzchen kann man sagen. Das ist ein Klemmbaustein. Du steckst zwei zusammen und die bleiben zusammen. Vor allem die alten. Die neuen, egal, nicht so wichtig. Allerdings sehr klein. Weg ist er. Sehr gefährlich für kleine Kinder. Und deshalb hat man schon 1969 das Duplo erfunden. Der Duplostein, den verschluckt kein Kind mehr. Da gibt es keine Kleinteile. Deshalb kannst du das kleinen Kindern auch schon in die Hand drücken. Ja, ein Halbjähriger wird nichts damit bauen können, ist aber auch nicht so wichtig. Ja? Wichtig ist, dass er groß ist. Der Lego Duplostein und der Lego Systemstein sind kompatibel. Das heißt, du kannst einen Lego Systemstein auf den Duplostein draufbauen. Und die hohlen Röhrchen passen in die hohlen Noppen von den Duplostein und halten. Und zwar in allen Richtungen und Facetten. Das habe ich mir gedacht, ja, stimmt auch. Auch umgekehrt, du kannst einen Duplostein auf einen Legostein bauen und es hält nicht so doll, aber es hält. Es ist ein Klemmbaustein. Das ist gar nicht so schlecht. Super Sache. Ja? Und auch die Platten ungefähr. Nicht exakt, aber. Das heißt, das passt irgendwie zusammen. Der Lego Quattrostein seines Zeichens kam 2004 auf den Markt. Den gibt es auch nicht mehr zu kaufen neu. Ja? Duplo gibt es bis heute, Lego System gibt es bis heute. Quattro? Nö, 2 Jahre nur. Eine Handvoll Sets, es wird alle im Eitle Kindergarten geben, früher oder später. Gibt es nicht viel. Auf jeden Fall, was es gibt, ur viele Quattrosteine. Aha, ur viele, mehrere hundert. Da kannst du richtig bauen. Wahrscheinlich sogar mehrere tausend. Also wenn ihr was Großes bauen wollt, kommt ins Eitle Kindergarten. Der Lego Quattrostein seines Zeichens ist genau im Verhältnis gleich zum Lego Systemstein mit Duplo. Das heißt, du kannst den Duplostein auf den Quattrostein bauen. Und das hält auch. Wenn du Quattrosteine übereinander baust, hält es nicht so gut. Ja, das ist halt für kleinere gebaut. Aber der Duplostein, der verkeilt sich da richtig drauf und super Sache. Auch umgekehrt, der Quattrostein sieht unten etwas anders aus. Und zwar so, dass er gut zu Duplo passt. Ah, gute Sache. Soweit verständlich. Komm mal vor wie so ein Hütchenleger. Und dann war da noch was. Da war dieses Primo oder Baby. Das ist was anderes. Das passt nirgends dazu. Allerdings hat man zumindestens, weil sie ja auch nicht irgendwie jetzt 4, 8, 12 mal größer, nein, auch rund und so, ja, also für die ganz Kleinen, also für die ganz Großen eigentlich, und die können das auch nicht mehr verschlucken. Der Lego Quattrostein passt nicht mehr wirklich. Entschuldigung, der Lego Primostein passt nicht mehr wirklich drauf. Aber man hat ihn unten so ausgeführt, dass du einen Primostein auf 4 Duplo-Noppen setzen kannst. Das heißt, man kann ihn dann auch drehen sogar. Ja? Du kannst ihn da drauf bauen, das hält auch. Aber wirklich, ja, okay, es ist nicht wirklich kompatibel. So, das wollte ich euch gezeigt haben. Ist doch eine super Sache, oder? Alle diese Sachen gibt es im Kinderkram. Und zwar in rauen Mengen. Also wenn ihr bauen wollt, das macht Sinn, da gibt es so riesen Platten und alles, was man braucht. Das war's schon wieder. Ich halte mich kurz, ich räume mal den Tisch ab. Moment. Die Zettel, alles Logos, alles Rechte, alles gehört Lego, ja. Der Lego Group gehört das alles. Nur die Steine nicht, die habe ich gekauft. Aber das ist alles Trademark und Rights und Copyright und also
verklagt's mich nicht, das ist nicht meins, ich zeig's nur, ja, was es geben wird. Ja? Nicht böse sein, liebe Firma Lego, ich bin ein Lieber, ganz ein Lieber. So, ja, weggeräumt habe ich's. Jetzt überlege ich, ob ich mein Schirmchen essen soll. Soll ich mein Schirmchen essen? Ach, nee. Das war's schon wieder. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, einen guten Abend, einen guten Morgen. Ich hoffe, ihr kommt mal vorbei, meinte Kinderkram in der Lenkbach. Eine super Sache. Ich sag's euch, schaut euch das an. Bis dahin, guter Tipp, schaut euch meine YouTube-Videos an. Es gibt Autobus-Videos, es gibt Lego-Videos, es gibt Blödsinn-Videos, es gibt Adlef-Filme, es gibt ursuper tolle Sachen. Ihr könnt wochenlang nur meine Videos anschauen, es ist unglaublich. Ja, ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns.